Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagabend bei RTV. Es ist wieder viel passiert in unserer Region. Was genau? Das James-Blunt-Konzert in Böblingen und Harris Fire hat den Blues. Wir bleiben beim Thema Musik, kommen aber zu einem ganz anderen Künstler. Wenn Profi-Entertainer Harald Schmidt oder Mercedes-Sportchef Norbert Haug eine Party schmeißen, dann greifen sie gerne auf ihn zurück. Harris Fire, der US-Sänger, ist Garant für beste Unterhaltung. In diesen Tagen zieht Fire um. Für uns hat er sich kurz von seinen Umzugskisten getrennt. Harris Fire braucht keine vier Takte, um zu zeigen, wohin die Reise geht. Sänger, Komponist, Entertainer, der US-Amerikaner, ein Vollblutmusiker. Sein Name meist nur eingefleischten Branchenkennern ein Begriff. Aber nach 30 Jahren im Showbiz ist die Liste der Stars, für die Fire tätig war, beeindruckend. Einige Lieder von Sister Sledge, Benny King, Roberta Flack, so Top Ten und so Musik war im Fernsehen, im Radio und alles. Adam's Family habe ich etwas da für diesen Film geschrieben. Vor über 10 Jahren zog es das Ex-Mitglied der Drifters nach Deutschland. Egal ob Klavierballaden oder Dancefloor-Remixes, schnell machte der Soulman auf sich aufmerksam. Gastauftritten bei Harald Schmidt folgten zahlreiche Engagements. Beispiel Formel-1-Partys inklusive einem Duett mit Mercedes-Sportchef Norbert Haug. Nämlich mein Bass, er spielt am Klavier und manchmal ist der Wolfgang Viereck dabei und dann machen wir etwas zu dritt und es ist ganz laut und wild und so mögen wir es. Er schätzt die hiesige Kulturszene, kennt aber noch ganz andere Gründe. Well, als der erste Schwab, der schwarze Schwab, muss ich irgendwo in der Nähe von Schwarzwald wohnen. Ein Mann, ein Klavier, Harris Fire.